Ja, dieses Antiterrorpaket der Regierung wirkt gegen alle Arten von Terror. Aktuell im Vordergrund steht natürlich tragischerweise der islamistische Terror. Aber wir sollten nicht übersehen, und es ist beabsichtigt, dass dieses Paket auch gegen Terror durch Neonazis wirkt. Und das ist gut so. Die haben nämlich mehr gemein, als man glaubt, und gemeinsam. So. Das Ziel nämlich all dieser ist es ja, von Hass und Terror ausgehend unsere Gesellschaft zu spalten. Unser friedliches Zusammenleben, unsere Vielfalt, die Toleranz und die Solidarität zu destabilisieren. Diesem Versuch werden wir natürlich entschieden entgegentreten, was wir mit diesem Paket ja auch tun, und damit entschlossen die Freiheiten und unsere Demokratie verteidigen. Und ein solcher Zusammenhalt ist ja in Wahrheit die stärkste Absage an Extremismus und den damit zusammenhängenden terroristischen Aktivitäten. Und im Sinne dessen, dass wir unsere demokratischen Grundwerte und Freiheitsrechte genauso wie die Menschenrechte in unserem Rechtsstaat verteidigen, im Sinne dessen ist dieses Paket nicht nur vorzustellen, sondern auch dann zu vertiefen. Und wir wollen das ja in den nächsten Wochen schon so schnell es geht an einzelnen Stellen jedenfalls in die logistische Umsetzung bringen. Wir haben jedenfalls erlebt, wie anfällig wir als Gesellschaft sind und wie schnell der Terror in der Mitte unserer Gesellschaft eben seine grausamen Spuren hinterlässt. Basierend auf einer intoleranten, bösartigen, hasserfüllten und letztendlich gewaltverherrlichenden Ideologie. Und deshalb müssen wir Terrorismus und Gewalt mit allen gebotenen Mitteln konsequent bekämpfen, um derartige Gewalttaten zu verhindern. Und dazu wird die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen in Angriff nehmen, die zum Teil jetzt schon vorgestellt wurden und wovon wir noch weitere hören werden. Und insgesamt werden wir und wollen wir danach trachten, dass diese Maßnahmen in einem möglichst breiten politischen Konsens verabschiedet werden anschließend noch. Um was geht's alles aus unserer Sicht in diesem Paket? Und ich möchte ein paar Dinge hervorheben. Es geht jedenfalls auch um mehr Effektivität der Ermittlungsmethoden und um die Verbesserung der Zustände bei den Ermittlungsbehörden. Also auch vorausgesetzt dafür geht es um eine schonungslose Fehleranalyse. Wir haben ja schon kurz nach dem Anschlag angekündigt, dass eine derartige Fehleranalyse und die Untersuchung dessen, was im Vorfeld dieses Terrorakts passiert ist, im Rahmen einer unabhängigen Untersuchungskommission aufgearbeitet wird. Einer unabhängigen Untersuchungskommission, die morgen vorgestellt werden soll, inklusive Untersuchungsauftrag. Klar ist aber jetzt schon, es wird eine Reform des BVD an Haupt und Gliedern geben. Also ein Neustart, um die Effektivität zu erhöhen und vor allem, ich habe das schon ganz offen ausgesprochen, auch Missstände zu vermeiden und abzustellen. Und um Strukturen zu schaffen, die zwischen den zuständigen Behörden entsprechende Abstimmung und Zusammenarbeit vorsehen, ermöglichen und endlich in das richtige Lot zu bringen. Und dafür braucht es auch das entsprechende Personal. Endlich die besten Köpfe, die professionellsten Strukturen, aber auch die präzise Einhaltung der von mir angesprochenen Informationspflichten, etwa an die Staatsanwaltschaften und an die Gerichte. Es geht hier also auch im besten Sinne um eine Entpolitisierung der Sicherheitsverwaltung. Denn letztlich geht es hier um Vertrauen der Bevölkerung. Das Vertrauen ist ein wichtiges Fundament in unsere Sicherheit und dieses Vertrauen brauchen auch die befreundeten Dienste im Ausland wieder in unsere zuständigen Behörden und die wollen wir wieder und dieses Vertrauen wollen wir wieder herstellen. Also eine Informationspflicht, damit genau die Staatsanwaltschaften und Gerichte ihre Arbeit tun können. Denn die schärfsten Gesetze gehen ins Leere. Ja, es gibt Verschärfungen, Sie haben es gehört. Wenn aber nicht gleichzeitig konsequent die Umsetzung geschieht. Und deshalb geht es um klare strukturelle und nachrichtendienstliche Trennungen in die Staatsschutzkomponente und eben in den Nachrichtendienst, sowie die Herstellung der zeitgemäßen Sicherheitsstandards. Wir werden, also einige hier, die Justizministerin wird noch zugeschalten und ich gemeinsam mit Innenminister Nehammer mit aller Kraft dieses vorantreiben und der Herr Innenminister darf sich unserer Unterstützung sicher sein, dieses Herzstück der Terrorbekämpfung umzusetzen.
Und ja, es geht auch um die finanziellen Angelegenheiten. Der finanzielle Nährboden, dem ist jedenfalls diesem finanziellen Nährboden ist jedenfalls einmal entgegenzutreten, denn es ist wie bei anderen organisierten Verbrechensformen hier eine große Möglichkeit entgegenzuwirken. Die Grundlage dieser Finanzierung ist zu entziehen. Das ist ein zentraler Punkt. Und hier können wir bei der Terrorfinanzierung also auch der Unterstützer aus zahlreichen anderen Staaten etwa aus dem arabischen Raum hier voranstellen, wenn wir hier stärker hinschauen und zugreifen. Also eine konsequente Trockenlegung der Finanzierung von fundamentalistischen und extremistischen Gruppen aus dem Ausland. Und da gehört jedenfalls dazu die Verschärfung der Bestimmungen für Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Das werden wir angehen und sicherstellen. Und dazu braucht es auch mögliche Verschärfungen im Islamgesetz. Nächster Punkt, Verschärfung des Waffengesetzes. Der Zugang zu Waffen, die Gewalttaten ermöglichen, ist natürlich ein Wunderpunkt und deshalb auch hier eine Verschärfung, etwa bei der Neuausstellung von Waffenpässen, Waffenbesitzkarten etc. ist die Extremismusdatei des BVD entsprechend zu konsultieren, damit das klar abgeklärt werden kann. Die Straftatbestände für Besitz und Beschaffung verbotener Waffen sind ebenfalls einer Verschärfung zu unterziehen und auch das wird geprüft und angegangen. Und letztlich Personen, die wegen Terrordelikten verurteilt wurden, ist ein lebenslanges Verbot des Besitzes und Erwerbs von jeglichen Waffen und Waffenbestandteilen sowie Munition aufzuerlegen. Es geht also um mehrere Punkte und einer wesentlicher, den möchte ich noch am Schluss erwähnen, ist die Überwachungsverpflichtung bei Terrordelikten. Also es geht um Überwachungsverpflichtung nach Entlassungen bei Terrordelikten. Und mit Maßnahmen zur Deradikalisierung im Strafvollzug soll auch auf die jeweilige Gefährdungslage und auf die jeweiligen Gefährder zugeschnitten, die Deradikalisierungspläne entsprechend erstellt werden. Ebenso wollen wir die spezifischen Sicherheitsabteilungen in den Justizanstalten verbessern oder neu einrichten. Im Rahmen unserer Verfassung unter Schutz unserer Grundrechte werden wir also die gezielten Maßnahmen setzen, um jetzt noch einmal die Ausforschung, die Überwachung von Terroristen sicherzustellen, um die Staatsanwaltschaften und die unabhängigen Gerichte in ihrer Arbeit zu unterstützen und um zugleich die Prävention und die Deradikalisierung effektiver zu gestalten. Wir sind also als Regierung gefordert und entschlossen, konsequent das Leben der in Österreich lebenden Menschen, unser friedliches Miteinander und unsere liberalen rechtsstaatlichen Prinzipien zu schützen, wenn Sie so wollen, unsere Lebensweise. Und diese drei Ziele gleichzeitig zu erreichen, ist der politische Kern dieses Antiterrorpakets der Bundesregierung.